Willkommen, Lieben, bevor es hängen bleibt, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, der schlechteste Angriff ever. Eigentlich wollte ich ihn Izzo geschickt haben, weil Izzo ist ja so ein Sammler von 15 auf 13 oder tiefer Fails. Aber ich habe heute, damit es nicht stehen bleibt, noch ein Fail reinbekommen. Wir haben darüber schon gelacht. Also ich habe darüber schon so viel gelacht, dass ich bestimmt noch mal 4-5 Jahre älter werde im Alter, weil Lachen hält ja gesund oder bekanntlich gesund. Und deswegen gucken wir uns den noch mal an, bevor er dann rausläuft, denn wir starten jetzt gleich hier live die ganzen Clankriege wieder in den Clans Herausforderer Free to Play. Und bevor das aber in Vergessenheit gerät, es war wirklich im Boost, muss man ganz klar sagen. Es war der 5. Clankriegstag, haben wir jetzt eben festgestellt. Und ich glaube, es war der von 1, von 15 auf 1. Das war schick, schick, schick. Wo man gedacht hat, das dürft ihr nie machen. Überschätzt euch bitte, bitte nicht. Ja, aber ich meine, der hat Max-Truppen. Der hat gute Helden auf Level 11 bis 13 Niveau. Okay, ich sehe es jetzt gerade. Und hat sowas von verkackt. Schlimmer geht es fast nicht. Aber okay, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich meine, wir haben den Clankrieg trotzdem verloren. Aber dennoch. Und ich habe hier ja im Livestream am letzten Freitag schon echt gelegen. Ich konnte mich fast nicht mehr einbekommen. Also ich musste schon so ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, Schnappatmung setzt ein. Und dann hältst du dich nicht mehr. Ich bin auch jetzt schon wieder dem Tränen nahe, weil es halt so erbärmlich ist. Ich will es mal so sagen. Ich mache eigentlich nie Angriffe nieder. Aber ich meine 15 auf 11, wo man so einfach so denkt, so der 15er denkt sich, ey, ich kann 11er machen, geil oben. Und dann verkackt er hier mit einem Stern 99%. Ja, okay, das Rathaus bleibt stehen, das wisst ihr jetzt schon, ne? Aber trotzdem, moin Otto, hallo, grüße dich. Ja, wenn ich hier jemanden begrüße, dann ist das gerade im Livestream. Mein PC ist gerade völlig am Ende, wenn ich ihn nämlich noch nebenher aufnehme. Aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren, ohne dass es großartig leckt. Und ich habe mich heute schon so ein bisschen umgeguckt nach mal wieder neuen Teilen. Was kosten die, was kosten neue Teile? Denn der Hardware-Markt im Moment sinkt ja ein wenig, was die Preise angeht. Also es wird bezahlbar, Leute. Und von daher, und auch die Tiere hier, ne? Alles geht am Rathaus vorbei, das ist ja das Coole. Alles geht hier am Rathaus vorbei, also nichts möchte wirklich dieses nicht verteidigte Rathaus angreifen, weil es verteidigt ja auch noch nicht. Du kannst halt Truppen drauf schicken, die erstmal nur gegen Verteidigung gehen, aber das Elva verteidigt halt nicht. Und wenn du natürlich sowas überhaupt nicht peilst, so wie der Angreifer hier, dann scheitert sowas. Muss ich das Izzo jetzt noch schicken? Nee, ne? So schlimm ist es nicht. Freitag bin ich früh eingepennt, vor 23 Uhr. Alles gut. Alles gut, Nürnberg. Du wolltest heute nicht mit dabei sein, weil es dir zu warm war. Oder war das gestern? Du wolltest, glaube ich, heute nicht dabei sein. Entschuldigt, ich bin ja gerade mitten in der Aufnahme und laber hier im Livestream. Okay, wenn ihr also auch mal ein bisschen Livestream-Action von mir sehen wollt, dann kommt einfach auf Twitch TV. Da könnt ihr auf jeden Fall immer ein bisschen Klamauk von mir sehen. Und werdet auch feststellen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der einfach nur Spaß hat am Leben, solange man ja noch so lebt. Aber ich fand... Und auch da... Man kann jetzt kaum zurückspulen. Aber auch hier haben wir uns sowas von weggelacht. Ja? Die Wortenzündung, Leute. Es gibt keine Defense mehr. Es gibt keine mehr. Und dann zündet er den Worten. Ich glaube, da haben wir uns am meisten drüber amüsiert, ne? Jetzt zündet er den Worten. Ich habe auch nur gedacht, was machst du, Junge? Das geht ja gar nicht. Ein bisschen traurig ist es natürlich, ja klar. Da oben kommt das, ich meine, es ist dann ja Timefail am Ende. Aber trotzdem, die Klarburg hat halt noch ein bisschen gehalten. Und das Rathaus, das seht ihr selber. Da geht sogar noch der Bohrer drauf. Aber es wird halt ein Timefail. Und auch mit guten Truppen in der Clanburg. Das geht echt nicht.
Das geht echt nicht, ey. Die Wortentzündung war, glaube ich, das Beste am Angriff, oder? Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Ich wollte das nicht hier jetzt, also es wird die Folge für Mittwoch oder für Dienstag, weil Mittwoch bin ich wieder am Stream. Und wir haben da schon Tränen drüber gelacht, Leute, über diese Angriffsstrategie. Und überhaupt so, ich bin 15, weißt du, das ist ja nun 11er. 4 Rathausstufen tiefer mit Maxed Truppenbooking. Die Helden, sagen wir mal dahingestellt, aber 11er hatte er mindestens, hatte auch einen World Champion, also Gottes Willen. Wenn euch natürlich sowas gefällt, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, entschuldigt, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. twitch.tv/tutoclash und dann können wir auch sicherlich mal in den Livestreams hier so herzlich lachen wie jetzt gerade. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Clashed.